Also wir müssen das Kampfmittel erstmal genau in Augenschein nehmen, säubern und identifizieren, um dann festzustellen, welcher Zünder dort verbaut ist. Und je nachdem, wie der Zustand der Bombe und des Zünders ist, wird vom Zuständigen entschieden, ob eine Sprengung notwendig ist oder eine Entschärfung oder ob die Bombe transportfähig ist und mitgenommen werden kann. Auf der Super. freien Wiese am Werdersee ist es weniger schwierig, weil wenn die Bebauung weit genug weg ist, es kann natürlich immer was passieren, das müssen wir jedes Mal mit einkalkulieren. Darum gibt es auch diese Evakuierungen, die durchgeführt werden und die Durchsagen der Polizei, die im Vorfeld laufen, weil wir immer damit rechnen müssen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Das Sprengen einer Bombe ist keine genaue Wissenschaft. Es gibt da immer gewisse Faktoren, die nicht zu berechnen sind und die müssen immer mit einkalkuliert werden. So. Er sticht dann quasi hier ein. Ne? Hier hat er das schon gemacht. So, und dann erfolgt hier aus dem Loch, sag ich mal, so eine Zündflamme. So, und die zündet dann die Sprengladung mit in der Bombe. Ne? Also die Zünder, die wir hier in der Vitrine haben, das sind hauptsächlich alliierte Bombenzünder, die wir hier in Bremen und Umgebung auch regelmäßig finden. Und die dienen uns quasi als Anschauungs- und Lehrmodelle, um uns da täglich dran weiterzubilden. Also wir haben es natürlich bei Gebieten, wo wir Munition finden, die von uns als transportfähig eingestuft wird. Diese muss natürlich nicht aufwendig entschärft oder gesprengt werden. Es muss niemand evakuiert werden. Da hätten wir zum Beispiel die Baumaßnahme Gartenstadt Werdersee, die gerade läuft. Da haben wir bisher über 300 Brandbomben gefunden. Die alle zum größten Teil waren sie transportfähig und konnten von uns mitgenommen werden. Da erfährt die Öffentlichkeit natürlich wenig drüber. Gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Abdeckung des Kampfmittels mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel Erde oder was wir jetzt schon mehrfach ausprobiert haben, sehr erfolgreich mit sogenannten Flexitanks. Das sind so Wassertanks mit 25.000 Liter Fassungsvermögen. Die werden da über die Bombe rübergelegt. Dann werden zum Schutz der Gebäude noch Entlastungsgräben gezogen, die diese Detonationswelle im Erdreich stoppen sollen, um die Häuser nicht zu beschädigen. Das sind alles so Sachen, so passive Schutzmaßnahmen, die man vorher treffen kann vor einer Sprengung. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann müssen wir eine Sprengung vor Ort durchführen. Von Routine wollen wir bei uns nicht sprechen, weil wir behandeln jedes Kampfmittel, jede Bombe, jede Granate, die wir irgendwo haben, so, als wäre es die erste, die wir finden. Und müssen natürlich entsprechend vorsichtig agieren beim Identifizieren und Saubermachen. Wenn man da irgendwo eine gewisse Routine reinbekommt, dann macht man den Job nicht mehr allzu lange. Das läuft dann hier auf diesen Wattebausch, ne, wird da drin quasi gespeichert. Ich glaube, ich für meine Person werde das nicht mehr erleben, beziehungsweise mein Nachfolger, der irgendwann nach mir kommen wird, der wird das auch nicht mehr erleben. Es wird noch deutlich oder mehrere Generationen dauern, bis wir annähernd von Kampfmittelfreiheit sprechen können.